So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und wir sind fleißig hier am Basteln des großen Snipers. Ja, muss ja sein. Ne? Irgendwie müssen wir ja entsprechend... Ich habe keine Steinplatten mehr, okay. Dafür sorgen, dass wir uns schützen können. Vor den bösen Invasoren, die da kommen. Eventuell. Vielleicht. So, das reicht jetzt nicht, das weiß ich. Ich mache jetzt mal zum Gerüst nur hin. Jetzt ist halt die Sache. Wo steht da Kamera? Was ist oben? Ist das oben? Ah, durchgucken. Kamera. Warte. Ja, okay. Definitiv richtig, weil das war unten. Genau, also wunderbechenhaft haben wir es richtig rum angebracht. Was ist denn damit? Kommt das näher? Nee, es entfernt sich. Das andere ist auch nicht so richtig auf dem Weg. Es ist interessant, dass wenn ich überlege, dass bei unserer Livestream-Welt, ne, dass wir massive Probleme hatten die ganze Zeit, weil irgendwelche neugierigen, fiesen Gegner angeflogen kamen. Und ständig uns platt gemacht haben, wirklich im Minutentakt dann teilweise, ja. Und hier wir komplett ignoriert werden. Das ist heftig. Aber ich beschwere mich nicht. Nein, auf keinen Fall. Wie viel Platz haben wir da drin? 156.000 Liter in einem kleinen. Das ist absolut ausreichend, wenn wir da was plündern sollten. Also nehmen wir das so mit. Jetzt geht's an die Triebwerke. Genau. Wir nehmen wieder die Asimus-Dinger. Definitiv meiner Meinung nach beste Alternative. Das heißt, wir werden, habe ich Stahlplatten vielmehr? Das gibt's doch nicht, wir haben keine Stahlplatten dabei. Wahnsinn, warum nicht? Ich muss irgendwas anderes loswerden. Genau, das brauchen wir definitiv nicht. Dann können wir davon lieber ein bisschen mehr mitnehmen. So. Machen wir hier zur Seite hin entsprechend. Vier große. Aber es ist schon nicht ohne, ne? Also wir wollen es ja stabilisieren. Das heißt, da brauche ich definitiv ordentlich Triebwerke, die dafür sorgen, dass das Ding ruhig bleibt. Mhm. So. Dann. Nach oben, genau. Ah, da kann ich die Seite nicht blockieren. Das geht nicht. Mach mal so. So, das andere war ja nach vorne gerichtet. Ich sag mal, da müsste das eigentlich reichen. Das ist ja nur zum Bremsen. Gut, Stabilisation auch, aber das sehe ich jetzt nicht so ganz so dramatisch. So, okay. Nach unten brauchen wir das auch noch entsprechend. So, mach erstmal die fertig, die wir jetzt gerade hier haben. Und das so weit, wie es geht. Scheiße, ey. So viel. Alter Schwede, ey. Müssen wir schon eher beim Konstruktionsschiff nachdenken, ne? Ja, eigentlich schon. Damit man das hier alles fertig kriegt. Verherrschungskomponenten. Gott sei Dank sind es auch nicht viele Stahlplatten, die benötigt werden, ne? So, jetzt hier drüben. Krass. Aber es hat für fast alle gereicht. Gut, nur um den nächsten Krams oder den nächsten Schwung vielmehr.
So. Das zum Beispiel müsste ein bisschen helfen. Triebwerkskomponenten. Ganz, ganz viele. Lassen wir das mal hier. Ja, einfach so viel, wie erstmal geht. Was wir fertig haben, haben wir fertig. Guck dir das an. So gut läuft das. Ah, ist hier schon hier große Steuerrohr, kleine Steuerrohr, ne? Ja, das müssen wir dann als nächstes angehen. Ja, so nach und nach halt, ne? Immer hier von ein paar Komponenten, da von ein paar, das nehmen wir dann mit. Bringen das an Mann und dann entsprechend geht es auch gleich schon viel besser. Ah, hier haben wir nicht mehr genug. Okay, also noch mehr Herstellungskomponenten. Ich glaube, da haben wir gar keine mehr. Ah, nicht so richtig, ne? Ja, sieht man. Okay, Stahlrohre, machen wir erstmal das. Davon brauchen wir noch was. Ja, so ein bisschen, ne? Wie gesagt, was ich meinte. Hiervon, davon was. Fertig ist. Ja, die hier zum Beispiel sind bis auf die Supercharger schon fast fertig. Sehr schön. Super. Also Supercharger und Triebwerkskomponenten waren da jetzt eben die ganze Zeit das Problem. Und hier jetzt große Steuerrohr. Ah. Herstellungskomponenten. Okay, okay, okay. Aber ich glaube, da war wirklich jetzt nichts mehr, ne? Herstellungskomponenten. Müsste doch mal einen Auftrag geben. Sagen wir 1000 Stück. Da kann man eh nie genug von haben. Naja, was bringt mir jetzt auch nichts. Große Steuerrohr brauchen wir. Ah, vielleicht ein bisschen viel. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Dafür brauche ich Triebwerkskomponenten. Okay, sehr schön. Gut. Triebwerkskomponenten. Mal gucken, ob wir da noch welche haben. Ich glaube nämlich nicht. Doch. Ah ja, hier haben wir noch ein paar. Und da auch. Okay. Dann haben wir die Supercharger mit. Fertig. Auch fertig. Ich sag ja, ne? Wir sind echt gut dabei. Ah, jetzt finden wir die Supercharger. Naja, die wiegen auch nicht gerade wenig, ne? Noch irgendwas? Warte mal, Herstellungskomponenten können wir schauen. Ah, ein bisschen was hat er schon. Sehr schön. Triebwerkskomponenten. Ah, ich glaube, die muss ich dann danach irgendwie einen Auftrag geben als nächstes. Aber die grobe Navigation würde schon mal halbwegs funktionieren. So ein bisschen zumindest. So ein bisschen halt, ne? Ja. So, ja, wirklich nur ganz minimal halt. So, Herstellungskomponenten. Na, hier ist noch ein bisschen mehr. Aber groß das wirklich fertig. Jetzt haben wir bloß noch nichts für den Vorwärtsschub. Ansonsten ist eigentlich alles dabei. So, das müsste reichen. Supercharger brauche ich noch welche. Und ich brauche noch Triebwerkskomponenten. Ich glaube, da war jetzt wirklich nichts mehr, oder? Nee, gar nichts. Okay, warte. Oh, das sieht nicht gut aus. Kobalt haben wir gar nicht. Ach du Schande. Mal schauen. Nee, gar nichts. Kacke. Das ist alles. Boah, wo ist denn Kobalt drinnen? Müssen wir mal schauen.
Irgendwas, was ich auseinandernehmen kann, was Kobalt beinhaltet. Komponenten für Schwerkraftgeneratoren. Das vielleicht. Nee, haben wir auch nicht. Mist. Medizinische Sachen? Nein, auch nicht. Also Kobalt ist echt in wenigen Sachen nur drin, ne? Boah, scheiße, Mann. Das ist so richtig kacke. Das heißt, wir können das jetzt nicht fertig bauen. Weil entsprechend die Sachen fehlen. Das heißt, wir müssen bei den Triebwerken sparen. Das heißt, ich werde... das hier nehmen. Ich werde es benutzen, um andere Triebwerke fertigzustellen. So. Aber was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Das heißt, das dann hier auch. Mist, ich muss das woanders hinschmeißen hier. Scheiße. Also müssen wir mit weniger Triebwerken erstmal auskommen. Ja, das reicht ja schon erstmal. Anteilen. War vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig, hä? Ah ja, ja, ich weiß. Das ja auch weg. Eins für hoch, für runter muss reichen. Okay, auch wieder wegschmeißen das Zeug hier. Ei, Karamba. Komm, alles raus hier. Das jetzt hier fertig machen. Gut. Und dann eigentlich nur noch... ja, wir dürfen nicht vergessen, ich brauche noch eins für vorwärts und rückwärts. Gut, da könnten wir gucken. Ah, ne, da brauche ich auch Triebwerkskomponenten. Ob wir da ein normales fertig kriegen. Scheiße. Ja, aber so wäre das schon nicht schlecht. Mal gucken wir mal, wenn ich hier... Triebwerke, das hier... ah, braucht Triebwerkskomponenten. Scheiße. Nur Hydrogen wäre ohne. Ah, Mist. Ah, Kacke. Das ist echt eine doofe Situation. Na, wir könnten wirklich sonst gucken, dass wir jetzt sagen, okay, wir versuchen wirklich mit nur einem Triebwerk in jede Richtung auszukommen. Dann würden wir das halt wirklich hinkriegen. Also ein Triebwerk auf jeder Seite. Es wären ja trotzdem dann zwei in jede Richtung, ne? Das müsste ja dann irgendwie reichen. Aber wir sehen... selbst dann haben wir das Problem. Dass es nicht reicht. Ja. Also so reicht es jetzt, ja? Aber dann haben wir noch kein Triebwerk in die Richtung nach hinten. Also für den Antrieb. Das reicht nicht, das ist so klar gewesen, ey. Ah, Mist.
fehlen nur ein paar. Habe ich nicht noch irgendwo Triebwerkskomponenten drin? In irgendwas. Hier. Super, so. Ja, muss man ausschlachten, ne? Also das, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt reicht, was wir da bekommen haben. Aber... Ach, scheiße. Ah, das kann... Oh, warte mal, hier unten sind noch Triebwerke. Yes, das müsste jetzt aber reichen. Also gut, das würde nicht nochmal reichen für noch ein Triebwerk, aber zumindest für dieses eine werden wir noch hier genügend Komponenten zusammenkriegen. Ja. Und das muss dann einfach erstmal reichen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, Munition hatte ich noch auf jeden Fall. Achso, warte mal. Ich brauche jetzt ein Gyroskop, ne? Ja, aber das machen wir beim nächsten Mal. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.